Moin. Es ist jetzt bei uns hier 17 Uhr, 17.20 Uhr und unser voller Tag in Christchurch. Gestern sind wir ja, hatten wir ja den Camper abgeholt und sind in der Nacht angekommen und den Camper abgeholt, waren auf dem Campingplatz, waren danach noch in einer Mall in der Nähe, Nachmittagsschlaf und genau, haben auch die erste Nacht am Campingplatz gut verbracht, würde ich jetzt trotzdem mal sagen. Die Kinder waren zwar mitten in der Nacht der Meinung, nochmal aktiv sein zu müssen. Vielleicht lag das auch einfach an dieser Schlafsituation. Wir passen zwar oben alle hin, aber man liegt halt dann ja schon so nebeneinander. Und wenn der eine rumwackelt, dann wird der andere vielleicht wach oder. Und genau, jetzt haben wir heute unseren vollen Tag in Christchurch. Wir waren ja auch damals schon in Christchurch. Da gab es zum Beispiel auch hier ja die Kirche, die damals durch ein Erdbeben kaputt gegangen ist. Die Kathedrale, die war im Bau und ist auch jetzt immer noch im Bau. Das heißt, auf jeden Fall ein Langzeitprojekt, wie es aussieht. Und genau, es gab auch heute noch ein anderes Highlight. Und zwar habe ich heute Ra wieder getroffen. Ra ist der Tattoo-Artist, der mir damals das Maori-Tattoo hier tätowiert hat. Und im Vorfeld habe ich versucht, hier einen Termin mit ihm auszumachen, denn er arbeitet hier nicht mehr in dem Tattoo-Studio. Das ist damals oder vor ein paar Jahren da abgebrannt. Und daher war das erstmal nicht so einfach. Er hatte mir jetzt auch die Hintergrundgeschichte erklärt, wie das dazu kam. Das war wohl mit Absicht und da gab es eine Auseinandersetzung. Aber er war da wohl schon auch nicht mehr tätig und macht das jetzt, wie gesagt, so selbstständig. Und daher hatte ich heute das Vergnügen, mein Maori-Tattoo erweitern zu lassen. Hier so ein Sneak Peek. Vielleicht hat man das ja gesehen. Wird bestimmt auch nochmal ausführlicher gezeigt. Das ist jetzt quasi noch ganz frisch von heute. Folie war schon drauf, aber ich sollte die nach 2 Stunden schon wieder abmachen, hat er gesagt. Das kann man ja auch so handhaben, wie man möchte. Ist jetzt ein bisschen eingecremt und genau, brauche ich auch ein bisschen, bis es verheilt. Die soll ich jetzt die Sonne meiden. Und auch erstmal nicht unbedingt groß lange baden. Genau. Maori-Tattoo habe ich an sich einfach quasi erweitern lassen. Ich hatte ja auf der anderen Seite schon mein anderes Tattoo aus dem Skandinavischen und habe das jetzt ja quasi und hatte das ja auch erweitern lassen und bin jetzt dann halt auf den Geschmack gekommen, das halt auf der Maori-Seite quasi auch nochmal zu verlängern. Das heißt, es geht hier vorne auf Brust und auf dem Rücken quasi bis zum Kreuz ran. Und ich bin damit sehr zufrieden. Ra war super schnell. Irgendwie in 3,5 Stunden hat er das alles fertig gemacht. Hat mich jetzt umgerechnet 450 Euro gekostet. Was im Verhältnis zu deutschen Preisen super wenig ist. Hätte ich wahrscheinlich in Deutschland 1000 Euro für gezahlt. Daher bin ich doppelt happy, dass das erstens hier geklappt hat vom selben Tätowierer. Und drittens, dass es dann halt auch trotzdem vom Preis her jetzt nicht so exponentiell teurer geworden ist. Genau, das war bis irgendwann 1-2 Uhr heute Nachmittag. Vivi war so nett und hat hier die komplette Kinderbetreuung übernommen und war mit dem Großen und der Kleinen halt spazieren. Die waren noch in der Mall, die waren noch einmal ganz kurz beim Tattoo quasi mit dabei. Ich bin schon mal morgens vorab unterwegs dahin gewesen, alleine und hatte damit schon mal angefangen, bevor die dann halt dazu kam. Und nach ein paar Minuten kam sie dann halt noch, kam hier dazu, haben sich das angeschaut. War ganz lustig, weil die der Ra und seine Frau sehr, sehr freundlich sind und das super cool gemacht haben mit oh, hallo und wie geht's und willst du auch mal irgendwie was haben oder sowas und was spielen oder ja, sich einfach mit dem Kleinen und mit dem Großen unterhalten haben. Und danach ging es dann, also bin ich dann wieder zum Campingplatz. Vivi war da mit den beiden Kindern, ich heb auf, Vivi war da mit den beiden Kindern quasi nach der Mall und zum Mittagsschlaf. Dann halt wieder auf dem Weg zum Campingplatz und habe dort den Mittag verbracht und ich bin dann halt einfach nachdem Ra fertig war mit dem Tattoo dort mit hin und dann sind wir noch gemeinsam jetzt mit dem Bus in die Stadt gefahren,
Haben wir jetzt gerade einen riesengroßen Kinderspielplatz noch besucht. Hatten noch für mich eine Tattoo-Creme eingekauft. Der Große konnte sich da ordentlich austoben. Jetzt gab es hier gerade noch ein Eis. Und wollen wir jetzt auch gleich nochmal hier in der Stadt was essen. Was denn bitte? Achso, okay, war kein lecker Eis, sagt er. Der Bär gesagt. Naja, bezweifle ich eigentlich so, wie das Eis aussieht, aber okay. Genau, und dann wollen wir dann noch was Leckeres essen. Da waren wir damals auch beim Mexikaner hier. Sehr cooles Restaurant. Mhm. Und genau, schlendern jetzt hier einfach noch ein bisschen durch die Gegend, bis wir dann nachher dahin können. Denn ich habe lieber vorab einen Tisch reserviert. Das ist meistens immer ziemlich ausgebucht. Und von daher haben wir jetzt hier auch im Christchurch gar nicht so viel drumherum irgendwie besucht oder gemacht. Das war im Vorfeld irgendwie klar, dass das mit dem Termin relativ ausgebucht ist. Haben aber auch gestern Abend ganz viel Zeit noch damit verbracht, uns anzuschauen, wo wir dann vielleicht demnächst jetzt noch hinwollen auf der Route, wie viele Tage wir irgendwo wo bleiben und ob man da auch schon mal den Campingplatz reservieren muss oder nicht. Und haben da schon mal ein bisschen quasi unsere Route fortgesetzt. Und sind gespannt, denn morgen ist um 10 Uhr Auschecken angesagt und dann geht es halt quasi los zum nächsten Campingplatz. Und wir sind mal, wie gesagt, gespannt, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das so vorstellen beim Campen. So viel dann dazu. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Einiges wahrscheinlich doppelt erzählt, aber macht ja nichts. Liebe Grüße von uns. In Christchurch ist es übrigens heute jetzt dann doch wieder mit 25 bis 30 Grad. Ab und zu mal Sonne, jetzt sieht das bewölkt, aber trotzdem sehr warm. Wieder ein sehr schönes Wetter und es soll wohl den Rest der Woche auch noch mal ein bisschen sonniger werden. Mal schauen, wir melden uns. Wir sind jetzt am Lake Te Kapu. Dort hinten zu sehen, das kristallblaue Wasser. Da wollen wir dann noch mal kurz runter, da ein bisschen spazieren gehen. Wir sind jetzt vorhin etwas über 3 Stunden von Christchurch aus hierher gefahren mit unserem Camper. Hat alles soweit gut funktioniert. Und hatten halt auf dem Weg hierher schon gesehen, oder halt als wir das rausgesucht hatten, dass wir hierher fahren wollen. Wir wollen hier eine Nacht bleiben halt. Haben uns 2 Campingspots ausgesucht, wo man nicht vorab reserviert, sondern halt first come, first serve. Quasi wer zuerst da ist, der war zuerst. Dann nachher hinwollen, die kosten trotzdem was, das bucht man dann quasi im Nachgang. Und hab da halt gesehen, dass es halt hier diesen Pool gibt. Te Kapu Pool, das Barbereich. Da gibt es hier oben auch noch Sauna. Und dann gibt es halt 3 Pools hier und dann noch 2 Kinderpools. Der Pool, in dem ich hier gerade drin bin, ist 38 Grad warm. Für mich herrlich, beste Temperatur. Dann gibt es hier nebenan 37 Grad und den anderen großen Pool 36 Grad. Das ist also irgendwie nur 1 Grad Unterschied. Man merkt es aber trotzdem, wenn man von Pool zu Pool geht. Und dann gibt es unten noch 2 Kinderpool-Areas, wo man halt pflanzen kann für die Kinder mit an die
32 Grad Wassertemperatur und dann halt Spielgeräten und sonstiges, alles in der Art. Genau, und wir waren jetzt hier drinnen. Man kann Eintritt und ist man, kann man unbegrenzt lange drinnen bleiben. Es gibt hier Schließfächer, haben wir uns geholt. Es gibt hier dann auch direkt Wanderwege. Man sieht da oben hier gerade so Leute lang spazieren. Dann auch natürlich zum Beleg die Capo Aussicht und sowas weiter zu haben. Und genau, wir wollen jetzt aber wie gesagt nachher noch einmal schauen, was wir, dass wir noch einmal nach Lake Te Kapu reinkommen. Und dann gibt es einen Campingplatz, der hier ein bisschen weiter um die Ecke ist, wo wir halt hinwollen und eigentlich quasi dort über Nacht bleiben, bevor es dann weitergeht. Morgen bleiben wir auch nochmal eine Nacht woanders und dann geht es runter nach Queenstown. Und ich durfte jetzt hier gerade noch mal kurz in 39 Grad rein. Das ist nämlich ein Adults Pool Only. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ist zur Ruhe vor den Kindern oder ob das halt auch wegen der Temperatur ist oder sonst was. Auf jeden Fall muss man hier bekleidet sein, so ist es nicht. Und genau, Bibi zieht die beiden gerade schon mal um. Und ich würde sagen, ich genieße hier gerade noch mal eine Runde warme Temperatur und gehe dann auch mal raus, mache mich fertig und gehe dann zu den anderen. Weiter. Wir haben eine Nacht jetzt am Lake McGregor verbracht. Es ist ein freier Campingplatz und abends kommt dann einer vorbei, der das Geld einkassiert. Waren jetzt 10 Dollar pro Person pro Nacht, also 20 Dollar für uns. Die Kinder zahlen nichts.
Genau, es ist ungefähr, was war das, 15 Minuten, 20 Minuten vom Lake Te Kapu entfernt. Gestern waren wir da ja einmal kurz und waren da bei diesen Hot Springs. Das kostet 35 Euro pro Person. Da zahlen die Kinder auch nichts. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig schön und sehr warm. War wirklich sehr angenehm. Und dann sind wir dann noch über die Brücke gegangen, um dann halt zu der Church of the Good Shepherd zu kommen. Einfach ein richtig, richtig toller Ausblick da auch. Es war ziemlich windig, muss man sagen. Das haben wir auch bei den Hot Springs gemerkt. Wenn man so ein bisschen mehr im Oberkörper draußen war, war das schon ganz schön frisch teilweise. Genau, und danach sind wir dann auch einfach weiter dann auf die Suche nach einem Campingplatz gegangen, weil wir halt nichts gebucht hatten. Und es aber hier ein paar freie Campingplätze gibt. Und dann sind wir da eben hingefahren ich glaube, es war irgendwas nach 6, als wir da ankamen. Und haben dann noch einen Spot erwischt. Also wir hatten echt richtig Glück. Und genau, haben uns jetzt wieder auf den Weg gemacht. Sind doch hier bei dem anderen See noch kurz angehalten, weil die Aussicht einfach total schön war. Und jetzt fahren wir quasi wieder Richtung Lake Te Kapu zurück und gucken mal, ob wir hier nochmal oben auf den Mount John rauffahren können. Ist auch so eine Sache mit unserem riesen Gefährt. Genau, oder wo wir noch Zwischenstopps machen. Wir haben den nächsten Campingplatz schon gebucht, also das ist schon mal sicher. Und genau, wir nehmen euch auf jeden Fall weiterhin mit. Moin! Wir haben es geschafft zum Whitehorse Campground und entgegen der Navi-Ansage war letztendlich das auch gar nicht so eine Geröllstraße, sondern alles geteert und der Campingplatz ist dann natürlich auf Stein. Egal, das Wichtigste hierbei ist, dass da Mount Cook leider aktuell oben in den Wolken versteckt, der geht dann noch deutlich höher und ist aber meistens so, dass ja ab mittags, nachmittags das wolkenbedeckt ist, da kommen die Wolken rüber. Wenn man jetzt nach da schaut, da kamen wir ja her, da hinten sieht man auch noch, kann ich ja eigentlich ranzoomen.
Nö, mach ich später. Da kamen wir ja her entsprechend vom See. Da fließt das ganze Gletscherwasser hin. Und dort ist halt auch noch super blauer Himmel und schönes Wetter. Wobei hier scheint ja auch gerade die Sonne. Und wir haben jetzt hier vom White Horse Campground circa 15 Minuten gebraucht bis zu diesem Lookout am Müller Lake. Und da ist auch gleichzeitig noch eine Swing Bridge, eine Brücke. Videos habt ihr ja jetzt vielleicht schon gesehen davon. Und genau, das haben wir uns gedacht, das ist auf jeden Fall etwas, was man ja mal kurz machen kann, wenn man hier ist. Es gibt hier auch noch den offiziellen Wanderweg, da geht man über drei solche Hängebrücken und kommt dann nachher noch an dem entsprechenden See an. Das dauert irgendwie 55 Minuten von der ersten Brücke aus, also lasst es vielleicht eine Stunde 15 sein sonst. Für den gesamten Hinweg, also das Ganze auch nochmal zurück. Eigentlich auch nicht so viel, aber wir werden das jetzt wahrscheinlich nicht machen. Wir werden einfach jetzt gleich zurück zum Campingwagen oder sind schon auf dem Rückweg, werden dann ganz gemütlich Essen machen. Wir haben uns einen schönen, etwas windgeschützten Platz gesucht und genießen einfach noch den restlichen Tag, bevor wir dann uns morgen auch schon wieder auf den Weg machen. Wir haben ja nur für eine Nacht einen Platz gebucht. Und wir hoffen einfach mal, dass morgen Vormittag, beim Aufwachen sind wahrscheinlich schon ein bisschen aufgeregt, der Blick einfach auf Mount Cook immer noch, dass er dann besser ist. Wenn nicht, ist auch okay. Wir hatten heute ja schon vom Lake, jetzt weiß ich gar nicht mal, nicht Pukaki, hatten wir auf jeden Fall schon, das ist ja der blaue See dort hinten, hatten wir schon wunderschönen Blick auf den Mount Cook, habt ihr ja auch schon gesehen. Und von daher ist es nicht ganz so schlimm, aber es wäre ja nochmal ein Highlight, wenn wir jetzt von ganz nah an auch nochmal einen geilen Blick hätten, den wir euch dann natürlich auch und für uns einfach allgemein mitnehmen wollen. Ansonsten lief das hier bisher alles gut. Leider ist hier Drohnenflugverbotszone, weil hier auch ein Flughafen in der Nähe ist. Das wird ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr überwacht. Auf dem Weg hierher konnte ich noch ein paar Aufnahmen machen und damit müssen wir uns dann einfach begnügen und morgen auf dem Rückweg werde ich wahrscheinlich auch einfach nochmal ein paar machen. Genau, so viel von uns heute, von unserem Tag. Wir sind ja, wie gesagt, vom Lake Tikapo sind wir hierher gefahren. Und hatten unseren Zwischenstopp in Twizzl. Das liegt ein bisschen quasi weiter. Man fährt erstmal noch ein Stück weiter. Waren dort noch auf dem Marktplatz, kurz noch ein paar Lebensmittel einkaufen. Waren noch tanken. Ich habe jetzt für 60 Dollar getankt. 2,20 der Diesel, 2 Dollar, neuseeländische Dollar 20. Das ist ganz okay vom Preis. Habe jetzt erstmal nur für 60 Dollar getankt. Damit kommen wir auf jeden Fall morgen eigentlich auch noch zu unserem nächsten Ziel. Nach Queenstown wollen wir runter. Und sind dann halt von Twizzl, das war dann eine Viertelstunde, glaube ich, 10 Minuten wieder bis zu der Abzweigung, sind wir wieder zurückgefahren. Hier die Strecke hoch, wunderschön am Lake Pukaki. Kommen wir mal durcheinander mit den beiden. Sind wir hier hochgefahren, Zwischenstopps gemacht, die Kinder haben auch noch kurz ein Schläfchen gehalten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Kurzer Moment des Ausblicks. Man sieht hier auch Gletscher entsprechend, wie sie halt abgebrochen sind schon, der Schnee. Man hört das hier auch regelmäßig. Man sieht das Wasser hier runterfließen. Und damit beenden wir das Video.